Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Ja, letztes Mal hatten wir einen ziemlich langen Part hinter uns. Ja, und das war nur reines Kämpfen. Na gut, und ich sehe schon wieder, wir können hier nochmal Geld farmen und so weiter. Aber das machen wir jetzt nicht, denn wir wollen hier weitergehen und wir sehen dort... Haben wir da mal gucken, wir sehen Goombas in einer Reihe stehen. Ach, wenn ich mal wieder gegen die kämpfen könnte. Hier, die waren so schön einfach und die müssen jetzt... Oh nein. Schöne Wolke schlagen. Okay, hallo Bowser, dich hatten wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's hier so? Und irgendwie sind die ein bisschen unfähig, sich zu formieren oder so? Okay, jetzt haben sie es. Okay, Leute, reinbilden! Achtung, gepanzerte Krieger! Hutragende Zauberer! Man nennt sie auch Kamex. Gut, okay. Goombas wurden nicht erwähnt. Ist natürlich auch toll. So, und jetzt ziehen sie alle mit. Ich muss sagen, diese Armee, das sind zwar schön einfache Gegner, aber in der Masse wird es ein bisschen schwierig. Außer wir wenden Donnerschlag an. Bowser und seine Truppen gehen wohl zu Bowsers Burg. Komm schon, wir sind fast in Rosendorf. Ich meinte natürlich Bauk. Ja, ja. So, okay, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ich bezweifle es. Wenn ich mache Blöcke, vielleicht. Aber ich glaube, die sind dann einfach nur mitten im Nichts. Und die dann zu finden, das wird schwer. Aber irgendwie glaube ich auch nicht so ganz. What the fuck? Okay. Hallo? Pfeile fliegen neuerdings aus dem Wald. Und wird man getroffen, kann man sich nicht mehr bewegen. Siehst du? So muss sich eine Vogelscheuche fühlen. Oh ja, davon kann ich ein Lied singen. Ich weiß, wie sich eine Vogelscheuche anfühlt. Wie sich eine Vogelscheuche fühlt. Nicht anfühlt. Ich habe sie noch nie angefasst. Nein, nein, nein. Ich schwöre. Seit eine Sternschnuppe in den Wald fiel, fliegen Pfeile in unsere schöne Stadt. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will hier weg. Hallo? Draußen ist das schrecklich. Aber jemand muss Wasser holen. Was ist das? Ach so, das ist so eine Wasserpumpe. Gehen wir mal hier ins Haus rein. Hallo, ihr seid Toads mit Streifen, interessant. Opa, heute mal Wasser für uns. Ich wünschte, dass wir ihm auch helfen können. Wir dürfen nicht draußen spielen, weil es zu gefährlich ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich sorge mich für meine Enkel. Es ging draußen. Er ging draußen spielen, kam aber nicht mehr zurück, als er sollte. Okay, Lesefell und so weiter. Ist natürlich auch cool. Sind die echt nirgendwo Blöcke? Meine Güte, ihr solltet mal hier ein bisschen... Ne und so. Oh, jetzt geht er hier raus. Wieder. Interessant. Dann geht er wieder rein, oder wie? Beobachten wir mal, stalken wir mal heimlich. Er sieht uns ja nicht, wir sind ja nur eine Statue. Oh ja. Ha, es hat funktioniert. Ja, super. Oh ja, kann es nicht sehen. Oh. Oh, oh, oh. Meine Güte. Mario, der Meisteragent. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, das habe ich gerade gesehen. Und hier ist ein Hotel wieder oder sowas ähnliches? Oh, okay. Mario, Hilfe! Mario! Achso! Ich kümmere mich ab jetzt um Prinzessin Toadstool. Boing, boing. Supersprungangriff! Dachtest du, dass mich deine kindischen Streiche verletzen könnten? Achtung, Tozu, du kommst mit mir. Sei ruhig. Hilfe, Hilfe! Bitte helft mir doch! Mario ist schlecht gelaunt. Er ist eingeschnappt. Oh mein Gott. Es ist Mama. Okay, lass mir das. Mama. Schau, ein Gast. Ja, Spatz, ich höre dich. Hallo, Sie sind doch Mario. Nein, das täuscht. Wirklich? Nun, du hast den Hut und den coolen Bart. Bist du wirklich der Mario? Aber sicher, falsch geraten. Aha, nee, du bist falsch. Spiel bitte trotzdem mein Geno-Spiel mit mir. Nun, Mario ist vielleicht etwas müde, Spatz. Komm, Mama, du spielst nie mit mir. Alleine macht das keinen Spaß.
Oh, Spatz, Mario. Ich frage nicht gern. Könntest du nicht ein bisschen mit Gas spielen? Ja, natürlich. Ja, Mario ist jetzt draußen, also bist du Bowser? Okay, ich bin dann Gino. Spielen wir von da an, wo ich aufgehört habe. Bereit? Oh Mann. Jetzt spielen wir mit Bowser. Toll. Oh, schaurig. Aber jetzt sehe ich. Pass besser auf, Bowser. Gino wird dich wegpusten. Nimm das. Oh, voll weggebasht. Okay, du bist dran, Bowser. Bam. Oh Mann. Oh nein, so wird er mich fertig machen. Nun gut, du wolltest es so. Der super-duper patentierte, alleinige Cut. Hört ihr diese Musik? Kommt ihr euch bekannt vor? Dim, 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 dim. Okay, der patentierte, alleinige und einzige Sternschnuppenschuss. Yeah, bam. What the fuck? Ups, das war wohl daneben. Oh Mann. Oh nein, also Mario, bist du okay? Tot. Okay, Mann. Okay, was geht hier ab? Ich sehe Sterne. Bunte Sachen. Alles ist so toll. Oh ja. Ah. Schön. Super. Okay, jetzt fliegt einfach so ein Stern hier rum. Einfach in Marius Kopf? Nein, Bowsers Kopf? In Peachs Kopf? In Ginos Kopf? In der Luft. Geil. Super mega derbe. Und alles spinnt in diesem Spiel herum. Oh Mann. Ein derber Leuchtkegel über Gino. Und Gino wächst. Interessant, ja. Okay, ruckel, 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 sagt er nur. Ja, okay, Gino ist jetzt zu groß. Er ist jetzt erwachsen. Er kann jetzt hinaus in die weite Welt und glücklich werden. Er kann etwas aus seinem Leben machen. Endlich, all die Jahre hat er darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Es ist soweit. Vielleicht auch nicht. Nein, okay, anscheinend ist es noch nicht soweit. Oh yeah. Derber Checker. Okay. Na gut, was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht. Was ist das für ein Geräusch? Am Wecker. Ah, ja, wir haben ausgepennt. Wir sind jetzt wieder glücklich. Erstmal ich hier. Und? Oh Mann, das bietet sich immer so an, dass hier ein unsichtbarer Block ist. Es passt einfach dazu. Aber nein. Nein. Oh, wir können von einem Bett zum nächsten. Okay, dann doch nicht. Schön. So, speichern wir hier nochmal. Wir hatten schon lange kein Level-Up mehr, fällt mir auf. Es wird jetzt echt schwer, ein Level-Up zu bekommen. Meine Güte, da muss man schon viel tun dafür. Na gut. Mama, du wirst gar nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Es war unglaublich. Gino ist gerade in den Wald gelaufen. Cool, nicht? Ja, Spatz, das ist schön. Ist Gino nicht der neulich meine Lampe zerbrochen hat? Ma. Das war nur, weißt du. Aber das war echt. Ich schwör's, Mama. Es ist wahr. Ich habe ihn draußen gesehen. Nun reicht es, Gas. Sag schon, was willst du jedes Mal vertuschen? Oh, einfach eine unsichtbare Hand zieht ihn mit. Mama, ich habe nichts getan. Es ist wirklich in den Wald gegangen. Okay, Zuckungen. Spastische Zuckungen. Oh Mann. Okay. Ich wollte dich nicht verletzen, aber was könnte Gino im Wald wollen? Weiß ich doch nicht. Oh, er ist unmöglich. Darf ich auch mit den Figuren spielen? Nö, ich darf nicht. Oh, ich darf auf den Dingern stehen. Ja, ich bin endlich mal über Peach. Wuhu. Ich fühle mich jetzt dadurch groß. Ich finde es toll, wie man auf Leute stehen kann. Das ist echt eine tolle Sache. Darf man sich überhaupt irgendwas holen? Nö. Ach, das ist ja nur ein Hotel, genau. Da war ja was. Bloß ein Hotel. Oh Mann. Fallen Pfeile vom Himmel. Ich wollte sagen, hier fallen Pfeile vom Regen. Ja, das wäre natürlich unglaublich logisch. So, mit dir haben wir noch nicht geredet. Ich will hier weg. Rumstehen ist ja so langweilig. Aber sie ist positiv, du kannst nicht sterben. Weil du schon getroffen bist. Kann jetzt hier rein? Ja.
Geil. Oh, super mega. Secret. Woo. Damit hättet ihr nicht gerechnet, nicht wahr? Ja. Oh, noch ein Secret. Das ist, was ich gemeint habe. Oh mein Gott, dieses Haus steckt voller Secrets. Darf es noch mehr dieser Häuser geben? Das wäre sehr nett. Hallo. Mario, wenigstens ein Kunde kommt. Was brauchst du? Au, oh, endlich mal wieder Sachen kaufen. Hilf mir auf, ganz wichtig, hilf mir auf. So, was ist das? Ein Statusproblem. Okay, mehr kann ich mir nicht holen. Gut, das reicht auch. Endlich hilf mir auf. Bekomme so oft, wie ich in letzter Zeit gestorben bin. Hallo Mario, schön, dass du mal wieder bei mir vorbeischaust. Wie kann ich helfen? Okay, das kann ich eh vergessen. Obwohl, ich kann ja auch Waffen verkaufen. Genau, verkaufe ich einfach alles. Brauche ich alles gar nicht. Das bringt mir eh nicht so. Schön, dass wir das geklärt haben. Dann kann ich ja jetzt gehen, aber das war jetzt nicht so das mega derbe Secret. Hallo, stillstehender Mann. Oh, das ist nicht gut. Jetzt kann ich kein Holz mehr im Wald hacken. Okay. Oh mein Gott, immer diese Pfeile. Das ist ziemlich suspekt. Hallo, wie geht's denn so? Mein Mann ist noch immer nicht zurück. Wo steckt der nur so lange? Er ist gar nicht so weit weg, wie du vielleicht glauben magst. Okay, hier ist auch nichts. Ich bezweifle, dass einfach so Kisten mitten im Nirgendwo stecken. Da ist irgendwas? Egal, hallo. Es führt eine Treppe zu meinem Haus, aber mein Sohn spielt gerne mit dem Schalter. Mario, nur du kannst da hochspringen. Bitte, hilf mir bitte, in mein Haus zu gelangen. Okay, wie soll ich das machen? Ich kann nicht hoch. Ich bin zu inkompetent dafür. Oder vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ah, ich kann ja auch einfach hier so rauf. Ha, so leicht geht das, toll. Ich finde das super. So, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwas Schönes, was vielleicht auffällig wäre? Nein? Gar nichts? Okay, das macht mich jetzt so traurig. Na, gut, dann gehen wir hier einfach mal rein. Oh, derbe Secret. Das ist so unglaublich. Mega Derby. Okay, hier darf man einfach nicht weiter. Toll. Oh Mann. Okay, in der Spüle was? Nö. Auch nicht. Okay. Langweilig. Yeah, super mega derbe Blumen. Ach, ich liebe das. Hallo, Sohnmann. Warum braucht der nur so lange? Sucht der einfach noch immer nach dem Schatz? So, ich drücke einfach mal den Schalter und... Okay, da ist irgendwas runtergeflogen. Ha! Ich wusste es. Eigentlich wusste ich es nicht, aber hey, ich wusste es. Super. Jetzt müsste die Treppe eigentlich runtergefahren. Naja. Tausend Dank. Tausendfachen Dank, Mario. Sag, geht das mein Schätzchen gut? Würde ich nicht sagen. Du scherzt. Was? Sie sind weg. Oh, Mario, du bist der Einzige, der da rankommt. Es war so verlockend. Ich weiß gar nichts. Es war so verlockend. Oh, nun. Da wir nicht vom Pfeifen getroffen wurden. Ach, Pfeilen. Ja, Pfeifen. Verrate ich dir ein Geheimnis. Geh in den Wald, in einem Gebiet mit vier Wegen. Gehe links, links, geradeaus und dann... Oh ja, schreibe ich mir mal kurz auf. Links... Normal links, wa? Ja. Links. Und, okay, er sieht jetzt aus wie Link. Aber okay, das passt schon. Und, dann geradeaus. So, okay, und dann? Ja, und dann? Rechts. Rechts. Okay, dann machen wir das einfach mal. Nachher. So, du findest dann sicher etwas Schönes. Okay, wenn wir in den Wald gehen. Was meint ihr mit Wald? Naja, gut, okay. Mittlerweile dürfte ja jetzt hier jeder Arsch stillstehen. Das finde ich ganz gut. Endlich mal ruhig eingekehrt. Hotel. Okay, was können wir, was sagen die denn noch so? Entschuldigung, aber Gino kennt seine eigene Stärke leider nicht. Okay. Hi Mario, bleibst du für eine Nacht? Heute nicht. Hm, komm mal wieder vorbei. Hörst du? Nein, lass mich hier weg. Oh Mann. Gut, dann werde ich nochmal hier speichern und den Part beenden. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Hier ist mehr passiert im Gegensatz zum letzten Part. Das ist der kleine Vorteil hier.
Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Also bis dahin und ciao.